Und jetzt, wo wir gerade bei Justnero sind, die Meinungsblogger über Justnero von Unholy. Komm, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich hoffe, er wird richtig weggeflext. Na, hier Papa. Nudeln. Hey, irgendwie klingt das geklaut, oder? Auf jeden Fall willkommen zu einer neuen Folge vom Format Meinungsblogger über. Und über wen geht es heute? Wie das steht im Titel? Eigentlich keine Ahnung, wer das sein soll. Ach, Spaß! Heute geht's um meinen Lieblings-YouTuber aus YouTube Deutschland, um Justnero. Und ja, ich habe einen neuen Hintergrund. 6 Wochen hat IKEA endlich geliefert, im wahrsten Sinne des Wortes. Schickes neues Regal, oder? Allerdings werde ich jetzt Postskriptum merken, ob es mit dem Regal oder mit Greenscreen besser ist. Leider verliere ich durch diesen Hintergrund nämlich die Fähigkeit, belanglose Bilder hinter mich einzublenden. Ich denke, ich werde nach diesem Video wieder zum Greenscreen zurückkehren. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Also, kommen wir zum Schwerpunkt des Tages. Und nein, ich meine nicht mein Körpergewicht. Was denken denn andere Meinungsblogger über Justnero? Zuallererst, wie schon gewohnt, ist diesmal wieder eine besondere Sache bei der Umfrage. Ich habe andere YouTuber diesmal gebeten, einen zweiten Link unter den Zuschauern zu verteilen, dass diese mit abstimmen können. Dass dieser Link geteilt wurde, ist mir allerdings nur von Dude mit Maske bekannt, da ich dort selbst im Stream war. Dieser Teil ist allerdings nur auf die reinen Zahlen beschränkt. Von Toni Loni das Bild, Lachsjabler. Das sieht krass aus. Da wir ja nicht wollen, falls zu viele geantwortet haben, dass ich 10 Jahre an der Auswertung sitze. Kommen wir, wie gewohnt, zu den Fragen. Brauchst du Justnero? Wie findest du ihn? Gibt es den Justnero bei? Nein. Was findest du bei ihm wichtiger? Humor oder Information? Schlecht. Wie findest du die Visuals? Und die wahrscheinlich wichtigste Frage: Justnero hat eine Katze. Bist du eher ein Hund- oder Katzentyp? Hiernach kommen die Fragen, welche nur von Meinungsbloggern beantwortet werden konnten. Sein Regal ist zu vollgestopft, wenig dekorativ, eher halt Nutzgegenstand. Das stimmt tatsächlich. Mittlerweile bei mir, ich mache auch immer, wenn ich ein Video mache, mache ich auch so, räume ich noch kurz meinen Platz hinter mir auf, damit das noch halbwegs ordentlich aussieht. Aber ich hatte auch schon das ein oder andere Video, das sah halt einfach übel belastend aus, weil ich noch schnell ein Video aufnehmen wollte. Aber ja, das finde ich auch so ein bisschen. Hier ist einfach random ein Schlauch, zumindest sieht das aus wie so ein Schlauch. Hier sind irgendwelche, wo man halt Sachen reinhauen kann. Da muss man halt einfach sagen, das hätte man eventuell ein bisschen anders machen können. Was findest du gut an Justnero? Was findest du schlecht? Was würdest du anders machen? Was sind die deiner Meinung nach besten und deiner Meinung nach schlechtesten Videos? Und was würdest du ihm jetzt sagen wollen? Ich würde sagen, starten wir mit den Zahlen. Ich werde jetzt hier auch nicht die Zahlen der Zuschauer und der Meinungsblogger addieren, sondern sie... Warum ist hinter die Erleuchtung? Ja, weiter das Fenster. Also ich habe hier Dachgeschoss. Ich bin hier gerade im Dachgeschoss. Und ich kann das hier nicht wegmachen. Mich kotzt das so an. Jetzt. Einfach miteinander vergleichen. Insgesamt haben also 14 Blogger und leider nur 21 Zuschauer geantwortet. Also, von den befragten Zuschauern schaut einer kein Justnero, während 61% ihn regelmäßig schauen und 33% nur gelegentlich. Bei den Meinungsbloggern sieht es ziemlich ähnlich aus mit 57% aktiven Zuschauern und 35% gelegentlichen. Ob man dich gut findet, ist für mich gar keine Frage. Da du für mich also ich habe bei mir geschrieben, dass ich aktiv bin. Also ich habe das angekreuzt, dass ich aktiv bin. Ich muss aber sagen, eigentlich hätte ich auch gelegentlich reinhauen können, aber ich habe mir jetzt die ganzen letzten Videos reingezogen. Von daher würde ich sagen, aktiv. Aber jetzt nicht so, weil ich übel hyped auf die Videos bin von Justnero, sondern ja, weil ich die immer nach und nach irgendwann mal anschaue. Weil ich, ja, wenn ich halt mal nichts zu tun habe, da gönne ich mir halt auch mal so ein Video. Einfach einer der besten Meinungsblogger unter uns bist. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie gut. Ja. Die Zuschauer sind recht ausgeglichen und geben dir eine ungefähre Bewertung von gerundet 7,5. Meinungsblogger hingegen sehen dich sogar noch positiver und geben dir ca. eine 8. Keiner hat dir eine Bewertung von schlechter als 5 gegeben und kein Meinungsblogger eine Bewertung von 10. Die nächste Frage ging spezifisch um Justnero und zwar um seinen Vibe. Gibt es den nun oder gibt es ihn nicht? Zur Erklärung, der Justnero-Vibe bedeutet, dass man nach einem Video einfach nicht aufhören kann, ihn zu schauen. Die Zuschauer sagen überwiegend, dass dieser Vibe gelegentlich auftritt. Ganz 70% sagen das. Und 19% sagen, dass der Vibe definitiv existiert. Bei dem Mainzburger sehen wir eine kleine Abweichung. Hier sagen 57%, dass... Was für ein Justnero-Vibe? Achso, dass man nicht mehr aufhören kann zu schauen. Also da habe ich auf jeden Fall geschrieben oder beantwortet mit nicht immer, aber gelegentlich. Weil manchmal schaue ich mir halt noch ein Video an, nach dem ersten Video, aber ich bin eigentlich... Nur wenn ich mal Zeit habe, aber meistens ist es halt so, dass ich mir nicht noch ein Video anschaue, nachdem ich ein Video geschaut habe. Keine Ahnung, also dafür habe ich zu wenig, ja, Langeweile würde ich fast sagen. Außer so an gewissen Tagen, wo man halt wirklich nur rumgammeln und rumharzt. Gestern zum Beispiel,
Aber einfach gar nichts gemacht gefühlt. Ist in Ordnung. Der Vibe gelegentlich existiert und knapp 30% sagen, dass er gar nicht existiert. Was mich tatsächlich etwas verblüfft hat. Die nächste Frage. Humor oder Information? Ihr neigt die Meinung zu Information. Und zwar bei beiden Seiten. Wobei die Meinungsblogger hier noch gnädig waren und nicht alle für rein informativ abgestimmt haben. Nur Humor sieht dich aber irgendwie keiner der Befragten. Die Visuals sind dran. Hier teilen sich die Meinungen untereinander. Viele sagen, die Visuals sind komplett okay und bewerten mit einer 8 bei Bloggern und Zuschauern. Wie findest du Visuals? Ich habe, glaube ich, habe ich 9? Ich weiß gerade nicht mehr. 9 oder 10 habe ich angegeben. Ich glaube eher 9 habe ich angegeben. Also ich war dann wahrscheinlich die eine Stimme. Weil ich finde wirklich, dieser Schnittstil, wie er es gemacht hat, richtig, richtig gut. Also ich glaube, er kann das halt extrem gut. Also eine 10 wäre es gewesen, wäre das jetzt so Art Simplicissimus geworden. Dann eine 10. Aber so ist es halt mit der 9 trotzdem richtig gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Zuschauer bewerten allerdings Chip etwas negativer als die Meinungsblogger und finden nicht alle deine Visuals super. Wieder eine typische Frage. Benutzt du zu oft das Thema der Tierquälerei? Das Gruselige ist, beide Zuschauer und Meinungsblogger sagen ja. Und zwar sogar mit der gleichen Prozentzahl. Ja, aber guck mal, es sind ja auch zweimal ja und einmal nein. Klar, sagen die meisten ja. Ja, tut ja wirklich, okay, das mir zu oft. Ja, aber ich feiere es trotzdem. Ich habe geschrieben, ja, aber ich feiere es trotzdem. Weil es einfach nicht... weil es einfach gut ist, dagegen was zu sprechen, sage ich mal. Das hat einen Sinn, das hat einen Nutzen und einen Zweck und deswegen fühle ich das auch. Zuschauer sind dann aber etwas genetiker und sagen zu 14%, dass du das Thema nicht so oft behandelst. 28% sagen, du behandelst es zwar oft, aber es ist trotzdem nice. Bei den Meinungsbloggern sagen immerhin noch 35%, dass die Videos trotzdem muy bien sind. Spreche ich das richtig aus? Und jetzt die Frage, die alles entscheidet. Und? Oder Katze. Und ganz ehrlich, die Zuschauer haben doch echt keinen Plan, oder? Die sind zu 42% der Hundetyp und nur zu 33% Katze. Da stehe ich lieber zu meinen Kollegen. 64% Katze. Katze. Leute, Katzen sind einfach überlegen. Ich meine, schaut sie euch doch an. Süß. Ja, jetzt macht er wieder Katzenbonus bekommen. Ja, deswegen hat es doch so eine gute Bewertung. Wegen Katzenbonus, das wissen wir doch alle. Freesty, grüß dich, Bruder. Ja, das ist wieder ganz schlau. 200 IQ-Move. Tja. So, hier endet nun die Zuschauerumfrage. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare oder zeigt es in der Poll-Karte, wenn es da verfügbar ist, wie ihr diese kleine Zuschauerumfrage fandet. Kommen wir zu den Schriftantworten. Lest diese euch am besten nach dem Video in der Beschreibung verlinkt. Ich werde hier auch nicht die extrem langen Antworten vorlesen. Das übersteigt dann doch ein bisschen meine Kapazitäten. Aber trotzdem danke an die vielen ausführlichen Einsendungen. Also, was finden die Leute denn gut an Just Nero? Zusammengefasst, dich. Deine Information, die du in dem Video einbringst, deine Aufbearbeitung, deine Themenwahl, deine Sympathie, die Abwechslung in den Themen, wenn wir nicht gerade von Tierquälern sprechen. Und ja, vor allem Pokémon Generation 4 ist einfach die beste, muss ich zustimmen. Ich möchte hier trotzdem kurz einen Kommentar vorlesen, der das eigentlich ganz gut zusammenfasst. Ich finde es sehr löblich, okay, dass es aber, fast keine Problempunkte gibt. Bei jedem großen Meinungsblogger fallen mir diverse Dinge, Ereignisse ein, weshalb ich beim Konsumieren der Videos einen störenden Beigeschmack habe. Just Nero gehört okay, zu der jetzt Kategorie Mod. Von Leuten, welche für mich einfach da sind. Er ist nicht besonders interessant, wirkt aber trotzdem sympathisch und hat kaum größere dunkle Flecken. Ich weiß gar nicht, ob ich was dazu geschrieben habe. Wait. Nee, das habe ich auch nicht geschrieben. Ah, nee, ich finde es auch nicht so spannend, jetzt die Kommentare. Du hast wohl zu viele Pulsive? Was ist das? Egal, werde ich sicherlich irgendwann mal googeln. Aber zumindest kriegst du hier gleich Tipps, wie du es verbessern kannst. Einer möchte mehr Katzeninteraktion in den Videos. Alter, allerdings möchte auch jemand mehr Videos, wo ich mich eigentlich nur frage, ist beim Just Nero eher die Qualität statt Quantität das Wichtige? Aber es ist echt erstaunlich, wie viele sich mehr Videos wünschen. Außerdem ist dein Just Nero-Stil, also ein Charakter von links nach rechts zu bewegen, für manche unverständlich, da du doch so ein sexy Gesicht hast. Aber hey, jeder wie er möchte. Aber warte ganz kurz. Habe ich das geschrieben? Nee, das habe ich nicht geschrieben. Ich habe das nicht geschrieben. Könnte aktiver sein. Zu wenig Videos, nee. Ich finde das eigentlich ganz gut, so auch wenn mal nur ein Video die Woche kommt. Finde ich auch nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ich bin ja momentan auch relativ inaktiv, was das angeht. Okay, wir gucken hier weiter. Das machen also nicht du, Just Nero, sondern was würden die Blogger anders machen, wenn sie in deiner Position wären? Nun ja, wie unbeschrieben finde ich mir Uploads eher destruktiv für seine Qualität. Aber man könnte es ja mal versuchen. Der Kommentarschreiber des riesigen Kommentars hat eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Ohne den kompletten Stil zu verändern, würde ich Folgendes anders machen. Den Hintergrund animieren, eventuell noch durch Partikel oder ein stärkeres Gefühl. Ja gut, ich muss auch ganz ehrlich sagen, irgendwie finde ich das jetzt gerade nicht so spannend, was man noch so machen könnte und so. Ich finde es. Ja.
Man kann so vieles machen. Ich würde sagen, wir switchen um aufs nächste, aber ich finde das jetzt einfach mal ein bisschen spannender. Zumal jetzt auch mal die Zuschauer befragt wurden, was ich auch gar nicht so schlecht fand. Ja, konnte man auf jeden Fall mehr damit machen und mehr damit anfangen.